Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde von der Beratergruppe Leistungen eine Taskforce gegründet. Diese Taskforce machte sich zur Aufgabe, Kunden und Interessenten mit gebündeltem Expertenwissen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten. Ich bin Christian Frammesberger, Steuerberater und Partner der Beratergruppe Leistungen und Teil der Taskforce. Mein Aufgabenbereich umfasst die Beratung in den aktuellen Corona-Themen, wie zum Beispiel den Anträgen zu Soforthilfen oder den Anträgen zu den KfW-Programmen oder auch Unterstützung in Wirtschaftlichkeits- und Planungsrechnungen, wie zum Beispiel Unternehmensplanung oder Liquiditätsplanung. Fragen zur Soforthilfe, die immer wieder auftauchen, sind zum Beispiel: Bin ich antragsberechtigt? Wie berechnet sich der Liquiditätsengpass? Wie beschreibe ich den Liquiditätsengpass? Sind private Lebenshaltungskosten mit inbegriffen? Oder muss ich die Soforthilfe zurückzahlen, wenn sich die Liquidität bessert? Die Herausforderungen, mit denen täglich sinnvoll umgegangen werden muss, hängen vor allem mit diesen Fragestellungen zur Soforthilfe zusammen, da die Anträge und deren Voraussetzungen sich gefühlt ständig ändern und viele Zweifels- und Auslegungsfragen vorhanden sind, die auch von Bundesland zu Bundesland durchaus unterschiedlich sind. Durch enge Kontakte zu den IHKs und deren Rechtsberater schaffen wir es aber, in die Auslegung Klarheit zu bringen und unsere Kunden bestens zu beraten. So konnten wir in einigen Fällen erreichen, dass Soforthilfe beantragt werden konnte, obwohl der erste Anschein ein anderer war. Mit unserer Expertise in der Taskforce schaffen wir es, unsere Kunden rechtssicher durch die Bündel der geschaffenen Maßnahmen zu begleiten. Ich bin Christian Frammesberger, Steuerberater und Partner der Beratergruppe Leistungen. Hallo, mein Name ist Rolf Lehmann und ich bin in unserer Taskforce Corona verantwortlich für den Bereich Lohn und Personal. Hier bin ich Ansprechpartner für Fragen von Kunden, Kollegen und Kolleginnen. Bereits Anfang März haben wir damit begonnen, mit großer Unterstützung durch unser Lohnteam eine Datenbank aufzubauen, um die vielfältigen Fragen und deren entsprechende Antworten zu sammeln und zu dokumentieren. Hier ging es unter anderem um solche Dinge wie: Wer muss wann zur Arbeit erscheinen? Wann muss ich Lohnfortzahlung leisten? Was passiert, wenn ich meine Kinder betreue? Und so weiter. Am meisten hat uns aber das Thema Kurzarbeitergeld beschäftigt. Hierzu hatten wir alle unsere Mandanten informiert und unsere Unterstützung bei Antragstellung und Abrechnung angeboten. Das wurde auch rege angenommen und so wurden im März schon 330 Mitarbeiter unserer Mandanten mit Kurzarbeitergeld abgerechnet. Wir nehmen an, das wird im April noch um einiges steigen. Aktuell häufen sich die Anfragen bezüglich der 1500 Euro Prämie, die steuer- und sozialversicherungsfrei ausbezahlt werden kann. Auch hier unterstützen wir natürlich in der Umsetzung. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Zeit jetzt sehr von Veränderungen geprägt war, auch in diesem Lohnbereich. Täglich ändern sich die Rahmenbedingungen und oft ist die Handhabung in der Praxis dann nicht ganz klar. Hier versuchen wir unser Bestes, sie rechtssicher und praxisnah zu unterstützen und durch diese besonderen Zeiten zu bringen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Hallo, mein Name ist Andrea Schweigert und bei der Beratergruppe Leistungen bin ich zuständig für die Bereiche Personal und Marketing. Bei der Taskforce Corona sammle ich Infos zusammen für meine Kollegen, von Kollegen, für die Kollegen, für die Taskforce, damit wir die aufbereiten können, sichten können und damit wir bestmöglich für sie tätig werden können und ihnen alle Unterstützung bieten können. Es gibt seit Mitte März eine Serie auf unserer Homepage in den Kanzlei-News, die heißt Corona und ihre Folgen, Antworten und Tipps. Das ist natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Und hier können Sie nachlesen, wann immer Sie möchten, Infos, Quellen, seriöse Quellen, damit Sie einfach auf dem Laufenden sind, was es für Mittel, Möglichkeiten und Wege gibt. Und übrigens, ich wohne auf dem Land, auf dem Dorf, hoch über Karlsruhe. Da ist viel Natur, Sie sehen es hier. Und hier entstehen die ganzen Bilder, die ich dann ab und zu auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite poste, an Feiertagen, an Sonntagen und die Ihnen hoffentlich ein bisschen Spaß machen. Bleiben Sie besonnen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.